Einen schönen guten Tag. Es ist Dienstag. Wir haben 11.11 Uhr und es sind 10 Grad Celsius. Hallo, wir machen hier mal im Norden einen kleinen Lauf. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Und hier ist ein kleiner Park, der Waldpark. Da steht noch Van Eupen. So, jetzt ist die Kamera auch richtig. Ein winzig kleiner Park, geht aber nach hinten noch durch. Wobei ich nicht weiß, ist das jetzt noch Park oder Gelände. Das ist mal wieder so eine Sache. Keine Ahnung. Mal wieder, macht aber nichts. Wir gucken mal, dass wir hier über die Straße kommen. Hier am KFC, Kentucky Fried Chicken. Ich vermute mal, die haben jetzt noch zu. Aber mit solchen Dingern kenne ich mich auch nicht allzu gut aus. Ich weiß nicht, ob die Frühstück anbieten. Manche machen das ja. Hab mich gesehen. Lauf noch mal ein bisschen. Hier links geht es nach Essen rein. Auf der rechten Seite fängt das große Baufeld von Essen 51 an. Da habe ich aber mal geguckt, gerade eben, da ist nichts zu sehen. Keine Bauaktivitäten größerer Art zu sehen. Ziemlich großer Kiosk da drüben. Ein Backkiosk zu nehmen. Mit DHL. Da drüben ist das Abo Essen Fanprojekt RWE. Und hier der Bus, der fährt zum Bahnhof Borbeck. Könnten wir mitfahren? Beep.
Und dann könnte man die ganze Sache abkürzen. Wunderbarer Vormittag im Herbst. Und normalerweise ich da gar keine Zeit gefunden, um zu filmen. Wieso sage ich eigentlich immer filmen? Ich filme gar nicht. Ich nehme auf. Ein Video nehme ich auf. Aber da meine Tochter heute noch krank geschrieben ist, habe ich mein eigenes Auto. Und ich finde es auch schön, mal wieder ein Tageslichtvideo zu machen. Und dass es nicht immer nur das Gleiche ist. Wie gesagt, Abwechslung ist Trumpf. Tja, ob wir meinen Roller dieses Jahr noch mal bewegt bekommen, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Denn jetzt kommt auch die Zeit,
wo die Blätter von den Bäumen rieseln. Und selbst wenn es trocken ist, wenn die Blätter noch feucht sind, kann ich da hervorragend wegrutschen. Und das ist natürlich, oder das wäre natürlich fatal, aber da muss ich mal schauen. Ich habe wieder meine warme Winterjacke an. Aber im Prinzip ist sie fast zu warm. Ich habe auch noch ein warmes Hemd runtergezogen. Aber heute Morgen war es wirklich kalt. Da waren nur 3 Grad. Und als ich mit Frieda draußen war, waren 6 Grad. War auch nicht viel. Die Umstellungszeit, die finde ich immer am schwierigsten. Wenn man jetzt über Anziehsachen nachdenkt, was man da anziehen soll. Wenn man sich dann erstmal eingefunden hat, dann weiß man wieder genau, welche Klamotten man da für welche Temperaturen nehmen kann. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir Glück hier auf dem Lauf, dass wir nicht gegen die Sonne laufen. Denn die Sonne kann so eine Aufnahme ganz schön beeinflussen. Und das ist ja schon lange her, dass wir die mal hier so gesehen haben, einen wolkenfreien Himmel. Ist ein bisschen dunstig wegen der Feuchtigkeit. Aber das sollte sich gleich eigentlich verziehen. Eine Jet-Tankstelle.
anhand der geparkten Autos hier merkt man, wir laufen jetzt in ein Gebiet rein, wo gearbeitet wird. Das Autohaus Kufen, Nissan, Ford und Citroën. Ich meine, die waren früher nur Citroën-Händler. Und hatten und haben ja noch eine Dependance in Essen-Süd. Ich meine, dann kam Ford dazu. Und jetzt noch Nissan. Und dann auch EU-Autosalon, was immer das konkret heißt. Wir sind jetzt hier im Gewerbegebiet im Wolfsbankring. Was uns ja auch nicht gänzlich unbekannt ist. Freundliches Nicken, völlig okay. Boden, das sieht aber zu aus. Da ist nichts mehr drin. Auch kein Dacia mehr. Aber hier links ist auch Boden. Da gibt es Hyundai. Sind die bestimmt von dem Häuschen ein Häuschen weitergezogen. Sieht ja auch moderner aus hier. Nicht, wenn man sich verbessern kann, soll man das doch tun. Neulich bin ich ja mal, wo ich hier gerade Netto sehe, in Essen-Süd, an einem Netto, also an einem Haushaltswarengeschäft, Quatsch, Haushaltsgerätegeschäft vorbeigekommen und habe gesagt, ja, da war früher mal Netto drin, da habe ich eingekauft und zu Hause, als ich die Untertitel gemacht habe zu dem Video,
habe ich dann sofort gewusst, warte mal, das hieß doch früher Plus. Das hieß doch gar nicht Netto. Ja, so schnell kann das gehen. Fressnapf, Getränkewelt. Das sieht alles nicht schön aus. Aber die versorgen halt hier die Gegend. Trinkgut. Ein Edeka. Und das ist natürlich hier nur eine Straße in dem Gewerbegebiet. Da gibt es dann auch welche. Hier rechte Hand. Da sind dann wirklich Betriebe. Keine Geschäfte mehr. Wo Arbeitsplätze sind. Mal so ein bisschen Pagel, Spezialbeton. Da könnten wir jetzt nichts kaufen. Hier ist noch ein Aldi. Und ein Jysk. Und da drüben haben wir noch einen Lidl. Aber mittlerweile sind ja solche Sachen so in der Art in ganz Deutschland. Kann man hinfahren, wo man möchte. Auch kleinere Orte, so vor den Orten, hinter den Orten, je nachdem. Meist auf der grünen Wiese gibt es auch so kleine Center, wo dann immer wieder die üblichen Verdächtigen sind. Supermärkte, Getränkemärkte, Drogeriemärkte, Haustierbedarf. Stehen ja richtig viele Einkaufswagen. Wahrscheinlich hier in dem Wohnkomplex. Ist da jemand oder mehrere, die bequem mit dem Einkaufswagen bis nach Hause rollern. Wer weiß. Ist bestimmt besser als zu tragen, oder? Warte mal, hier kommen wir doch auch hoch.
Meine Frau hat heute wieder einen langen Tag. Ich werde jetzt spät wiederkommen. Die hat jetzt auch angefangen, Fitness zu machen. So dass ich heute Abend auf Frieda aufpasse. Die ist im Dunkeln echt schreckhaft geworden. Und seit neuestem ist da irgendwie öfter im Dunkeln abends so zwischen 10 und 11, dass da so Jugendliche irgendwo in der Nähe mit richtig lauten Böllern hantieren. Das mag die gar nicht. Und da ist um die Uhrzeit immer laut. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt in irgendwelchen Hauseingängen zünden oder. Da ist richtig Wumms hinter. Ist alles nicht schön. Freitag ist noch schönes Wetter. Neulich haben wir noch über Grillhähnchen gesprochen, die noch in sind. Ja, da sehen wir ja gleich so einen Wagen. Und ich hatte auch mal drauf geachtet, habe auch woanders so Wagen gesehen, von so Supermärkten oder so. Also scheint das immer noch irgendwie in zu sein. Wir könnten uns Autoschilder besorgen. Schon lange nichts mehr angemeldet. Hier rechts ist das Bürgeramt Bottrop. Ja, und soweit ich ja sagen kann, fährt mein 14 Jahre altes Auto tadellos. Der hat jetzt so 170.000 plus runter. Und ich hoffe und ich denke, wenn da nichts passiert, dass er noch lange, lange hält. Aber jeder Unfall, egal ob selbstverschuldet oder nicht, würde jetzt höchstwahrscheinlich von der Versicherung nur noch den Restwert bringen. Und das wäre dann das Ende für diesen Wagen. Und das ist ja nicht nur so, dass man immer sagt, ja, die bösen anderen, die sind hier reingefahren. Die kann man auch ganz alleine mal eben regeln. Das geht schnell. Und manchmal habe ich einfach auch nur Glück, dass da nichts passiert. Schön, dass der Brunnen noch läuft. Ja, der Zoom will mal wieder nicht. Jetzt. Tolle Kameraarbeit, Canine. Super. Echt. Da würde man das erste Mal machen. Ich
Tja, da steht vorne Betriebsfahrt drauf und da sitzen Leute drin. Da wundert man sich. Wir sind jetzt hier, wie man unschwer erkennt, in Borbeck angekommen. Seiner Patronin gewidmet, vom katholischen Knappenverein in Borbeck. Schön. Backwaren. Es war mal Fisch gerochen. Also nicht aus dem Backwarengeschäft. Polnische Spezialitäten. Heute ist von Starkregen weit und breit nichts zu sehen. Nicht zu toppen, dieser Lauf, hat der Lothar ja mal bemerkt. Wohl wahr. Vielleicht kommt ja irgendwann mal der Punkt, wo überhaupt nichts mehr zu toppen ist. Wer weiß. Herrliches Bild hier vor dem blauen Himmel. Ich weiß immer nie, was ich mit solchen Figuren anfangen kann. Dietrich Klinger 1954, Kruzifix 2 von 2003. Gegen die Sonne jetzt. Fährt eine Tram mitten durch Borbeck. Das ist auch so eine Sache.
man die Augen offen halten. Ich denke, ich werde mir gleich einen Bus suchen für den Rückweg. Ich bin ja jahrelang die Rückwege immer gelaufen. Und in der Zeit, als Corona war, da habe ich mich auch gar nicht getraut, in die Öffentlichen einzusteigen. Da war ja so eine merkwürdige Stimmung. Sonst hätte ich damals schon liebend gerne für Rückwege die Öffis genommen. Hier haben wir noch einen Brunnen in Betrieb und hier haben wir Markt. Können wir gleich auch noch mal einen Blick riskieren. So, nicht, dass ich deswegen noch ein Copyright bekomme. Man weiß ja nie. Muss ich sagen. Das ist auch immer eine große Herausforderung für mich, daran vorbeizulaufen. Aber das ist immer so eine Sache. Ich habe überhaupt keine Probleme für meine Tochter oder für meine Frau, vom Bäcker Sachen zu besorgen, wo ich weiß, die mögen das. Aber für mich selber mache ich extrem selten, dass ich mir irgendwas hole. Ich weiß nicht warum. Also es ist jetzt nicht so, dass das gar nicht ginge. Hier riecht das so lecker, da sind Berliner. Wahrscheinlich, die ja irgendwie noch frisch gemacht werden. Obwohl, die würde ich nicht essen wollen, ob des Fetts und des Zuckers. Leider habe ich früher mal gerne mal gegessen, einen schönen Berliner ab und zu mal. Immer schöne Blumen. Ja, hier gibt es schon was. Aber was ich nicht mehr losbekomme, das ist mein Gefühl, ich habe was verloren. Das ist wirklich jetzt neu dazugekommen. Das habe ich früher nie gehabt. Ich habe auch nie was verloren. Aber jetzt, nach meinen ganzen Verlusten, denke ich ständig, irgendwas ist weg. Schlimm. Echt schlimm. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vom Markt mitbekommen. Hier
hier nochmal rein. Fast sakral auf eine Art. Und hier oben auf dem Bahnhof haben wir ja schon mal Schicht gemacht. Und ich muss mir jetzt den Bus suchen, mal gucken, wo der fährt, welche Richtung und so weiter und so fort. Mache ich hier vorne gleich. Werde ich schon irgendwie hinbekommen, wie ich mich kenne. Ja, und dann sage ich vielen Dank an alle, die heute zugeguckt haben, die dabei waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Abonnenten für die tolle Unterstützung meines Kanals. Und ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Kanalmitgliedern bedanken für den super Support, den ihr mir gebt. Vielen Dank dafür. Hier ist nochmal die Dampfbierbrauerei. Da oben steht hier braut Stern. Naja, alles Geschichte. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Glück auf.